Einen wunderschönen guten Morgen um knapp 11 Uhr mittags oder morgens. Heute werden wir wieder am GTI weitermachen und zwar natürlich mit dem Philipp, ne? Ist ja GTI-Projekt ohne den Philipp ist ja gar nicht wegzudenken, weil karosseriemäßig bin ich nicht so begabt, aber er ist technisch nicht so bewandt. Ne, das ist eine perfekte Ergänzung, würde ich sagen. Neue Felgen. Ja, tatsächlich, ja? Ja. Er hat im Video, das habe ich zufällig gestern geschnitten, er hat im Video gesagt, er hätte ihn gerne so alt wie möglich. Da hat er dieses weiße Bild gezeigt mit den Felgen, ne? Jetzt schaut mal, was für Felgen er sich geholt hat. War übrigens gar nicht so leicht zu bekommen und ich bin 600 Kilometer dafür gefahren. Das glaubt dir echt keiner. Die haben auch nur 50 Euro gekostet, verstehe ich nicht, aber... Warte, wir machen einen Mini-Felgen-Porn, okay? Jetzt zählst du von 3 runter. Kannst du zählen? Nee. Jetzt zähl von 3, 2, 1 und auf geht's. 3, 1, Schluss. Hä? Gestern, als sie noch nicht auf dem Fahrzeug waren, habe ich sie nicht so schön gefunden. Jetzt mittlerweile, wenn sie so drauf sind, finde ich sie doch eigentlich echt ganz stimmig. Kann man schon mal machen. Die Felgen sind von was für ein Auto? Die sind von der ersten Serie, also von den ersten GTIs, da konnte man die bestellen. So, normalerweise ist hier noch so eine Kappe drauf auf der Drahtnarbe. Also wahrscheinlich erkennt ihr die Felge jetzt erst komplett, wenn die nämlich drauf ist. Also man muss aber dazu sagen, dass man konnte, also die wurden vom Werk auch so ausgeliefert, ohne die Narbenkappen. Es gab aber auch die Narbenkappen dazu. Finde ich aber nicht so geil. Ich finde, jetzt erinnern Sie so an diese Gullifelgen vom Golf 1. Wenn du jetzt nur die Felge filmen würdest und nicht wüsstest, dass da ein Golf 3 hintersteckt, dann würdest du denken, es könnte ein Golf 1 sein. Ja, aber das finde ich ein bisschen zu übertrieben. Also zu dem Thema mit dem Originalzustand. Auch wenn das Auto jetzt eine andere Farbe bekommt, Ich habe extra den Farbcode rausgesucht, ab Baujahr 95, das weiß. Und auch wenn die Felgen jetzt nicht auf dem Auto waren, sie sind ja trotzdem original. Und was, ich habe in einem von den Kommentaren, wurde mir gesagt, steht dass das mit der Lippe. Das ist kein Edition oder Jubi oder was auch immer, was es da alles gibt. Der wurde auch so, wenn ein ganz normaler GTI war, mit dieser Standardlippe ausgeliefert. Das ist tatsächlich richtig. Die Lippe, die wir hier oben sehen, ist tatsächlich die originale GTI-Lippe. Diese GTI-Lippe, die ihr so kennt, das ist eigentlich die Lippe vom VR6. Da steht bloß immer GTI dazu, weil es mehr Suchergebnisse gibt bei diesen ganzen eBay-Verkäufern und so. Ihr habt nichts verpasst, keine Sorge, sondern der Kupflügel ist jetzt hier nur drauf gesteckt. Wir haben nämlich, beziehungsweise der Philipp hat zwei neue Kupflügel besorgt. Genau. Einmal den hier und einmal den. Wir geben jetzt auch einen ganz kurzen Spoiler, weil nämlich Teile schon da sind. Das ist aber ein separates Video. Das gehört in das Video noch gar nicht rein, aber es sind schon ein paar Karosserieteile da. Zahnriemensatz ist auch schon da und sonstiges. Dazu gibt es aber im nächsten Teil auf jeden Fall mehr. Und hier liegen zwei Schweller. Genau. Ne? So, dann seid ihr wieder auf dem neuesten Stand vom GTI-Projekt. Wir werden jetzt die Kupflügel anpassen, beziehungsweise mal... Jo. Hinschrauben und schauen, ob die wirklich eins zu eins passen. Ich bin eigentlich guter Dinge. Der schwarze, der Philipp meinte, der schwarze war der teurere. Und der hier ist der günstigere. Wobei ich, glaube ich, auf den ersten Blick sagen muss, dass der hier besser passt. Aber der hier ist verzinkt und wiegt 2,5 Kilo. Ist das so? Ja, das ist so. Ah ja. Also wenn ihr euch welche kauft, über die hier. Das werden wir gleich sehen, wie sie passen. Ne? Was sagt der Fachmann? Mal gucken, werden schon passen. Da sieht es schon mal zumindest aus, als wäre es der richtige Kupflügel. Er ist nicht abgerissen. Jetzt hätte er wahrscheinlich mit 500 Newtonmeter angezogen. Da los. Ja, der Philipp lässt sich jetzt nicht nehmen, erstmal die Felgen drauf zu machen. Damit sein Herzchen wieder erfreut ist. Und ich hab noch was gekauft. Aber noch nicht da. Wenn du mit so einem Autotelefon zeigst, ich schwör's dir. Der ist schon. Mir fehlt noch die Halterung dafür, aber. Ah. Natürlich die wichtigen Dinge zuerst. Ja. Ah ja. Ja. Sehr gut. Schon? Sehr gut. Kein Nachbau. Bist du schon da? Nein. Ah. Ärgerlich.
Sand. Ach, Kreuz, Gott, sie lesen. Sit up. Ich bin. Bist gar nicht mehr so motiviert, ne? Es ist schon spät. Ist voll geil, wenn der Golf 3 einfach keine Türen hat, ne? Findest du nicht gut? Kannst du leichter einen aussteigen. Das ist erstaunlich, dass ich mir meinen Kopf nicht anhöre. Philipp ist gerade ein bisschen demotiviert. Wir müssen ihn motivieren. Moment. Moment. Hallo. Wer ist dran? Hat er irgendwie was gesagt von wegen mach weiter? Hä? Er hat bestimmt gesagt, mach fertig oder so. Nee, er hat gesagt, geh nach Hause. Das hat er bestimmt nicht gesagt. Aber drehst du schwach. Gut. Das ist ein Navigationsgerät. Freut uns. Für dich vor allem. In zwei Farben. Sieht da wahrscheinlich aus wie bei Tetris. Also Tetris? Weißt du, was das ist? Ja. So. Das Beleuchtung einstellen. Mach weiter. Philipp ist halt extremst motiviert beim Golf. Ich habe was ganz Wichtiges für mein Auto gekauft. Neu Original VW. Ah ja. Moment, Moment, Moment. Auch neu Original VW. Ich weiß echt nicht, also ich kenne noch niemanden, der so gehypt war, dass er jetzt eine vollständige Antenne hat. Das sieht auf die, dann nicht mega geil aus. Könnte auf die andere Seite. Nein. Dachte ich kann dich vielleicht verwirren. Na? Es kommt aber trotzdem höher, glaube ich. Nee. Doch, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das mittig saß. Ich glaube, dass das weiter oben saß. Das saß mittig. Naja, du wirst es wissen. Naja. Bist du jetzt glücklich? Das sind die wichtigsten Sachen. Ja. Damit erhaltet ihr euch nämlich die Freude am Projekt. Mit so Kleinigkeiten. Mit den wichtigen Dingen halt, dass das Projekt halt fertig wird, weil wir ein bisschen Zeitdruck haben. Meinst du? Der wird fertig. Ja, fertig ist er schon. Ja, ist fast repariert. Ja, fertig ist er schon. Gehen wir nicht auf die Nüsse jetzt. Und ganz viel cooles Zeugs habe ich gekauft. Sippi ist endlich schlecht gelaunt, weißt du? Nur Sippi muss man ein bisschen motivieren. Ich habe sogar extra den Heckspoiler wieder hingeschraubt, damit ich mir das anschauen kann mit der Antenne. Ah ja. Und heute haben wir schon ein paar Fortschritte gemacht. Wir werden das auf Stoß einschweißen und danach verzinnen. Aha. Dafür du schneidest das raus. Nee, das vielleicht nicht. Freunde der Sonne, es kann nämlich sein, dass ihr das in diesem Video jetzt seht, also beziehungsweise halt in diesem Video, was ihr gerade seht, es aber nochmal ein extra Video geben wird. Ist so eine Werbungsgeschichte, werdet ihr dann mitbekommen, wo ihr dasselbe ähnlich nochmal seht, aber dann, wo das Blech halt vorbereitet wird und sowas. Also nicht wundern, das ist ein bisschen Zeitblase. Das Problem ist nur, dass ich mit dem Partner, das Video kommt halt recht spät, erst Ende September, deswegen werdet ihr jetzt schon einen leichten Vorsprung sehen und erst dann, wie wir das zum Beispiel angepasst haben. Da werden wir in dem Video auch nicht drauf eingehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Es wird eine leichte Zeitblase, aber es unterstützt mich halt durch den Partner sehr in dem Projekt und deswegen kommt es dann ein bisschen später. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Also nur mal so, weil einige in die Kommentare geschrieben haben, wieso kauft man sich für 500 € so einen Schrott? Es war nicht 500 €. Es stand so in den Kommentaren drin. Also erstmal hat mich das Auto tatsächlich nur den Kaufpreis gekostet. Alles andere hat der Sponsor, also so ein Schmal hier natürlich nicht. Aber das ist auch nicht notwendig. Alles andere hat der Sponsor übrigens übernommen. Also die Firma, die der Dominik gerade genannt hat. Also hat mich das Auto praktisch nur den Kaufpreis gekostet. Ich meine, ja klar, ich bin selbstständig, dafür geht mein... Ich könnte jetzt auch Geld verdienen. Aber ich finde es ganz entspannt, jetzt mal hier so ein bisschen was zu machen und mal nicht nur an die Arbeit zu denken. Ja, du wirst es schon wissen. Und deshalb auch sowas. So, trotzdem, kleine Freude im Leben. Er hat jetzt endlich sein GTI-Emblem und darauf ist er ganz stolz. Ja. Hallo. Filme, wenn ich schwitze. Wahnsinn. Jedes Mal. Du musst den Leuten zeigen, dass du was tust. Es ist mal wieder ein neuer, frischer Tag und es geht weiter im GTI, der da hinten steht. Jawohl. Bereitet jetzt alles soweit vor. Und demnächst brauchen wir noch ein Schweißgerät, das wir loslegen können. Ah ja. Ja, wir bereiten jetzt die einzelnen Teile vor. Wird langsam. Wird langsam. Tür ist auch schon da. Jojo, so muss das sein, ne?
Philipp wieder in voller Action.